So, hallo aus San Pedro. Wir sind jetzt den ersten Tag hier. Wir wurden jetzt gerade von einem der unzähligen Golfkarts, natürlich kostenlos, das ist ja auf San Pedro so üblich, zum nächstbesten Bäcker gefahren. Den Bäcker haben wir auch empfohlen bekommen. Er soll die besten Zimtrollen haben, haben wir uns natürlich gleich besorgt. Was man dazu sagen muss, San Pedro ist gefühlt jetzt gegenüber Mexiko relativ teuer. Wir haben jetzt für 2 Zimtschnecken 9 Belize-Dollar gezahlt. Das sind ungefähr 4,50 €. Also hier muss man schon mit höheren Kosten rechnen als in Mexiko. Aber ich hoffe, dass diese Empfehlung der Zimtschnecken jetzt auch wirklich was wert ist, weil wir haben echt schon lange nicht mehr so europäische Backkunst erlebt, sondern haben jetzt immer die mexikanische mit alles mit Zuckerguss Backkunst über uns ergehen lassen. Ja, Zuckerguss ist schon auch krass. Aber ja, mal gucken. Schmeckt's? Mhm. Sehr lecker. Sehr zimtig, sehr fluffig. Lecker. Also wer denkt, dass durch Golfkarts der Verkehr geringer wird, der hat sich ordentlich getäuscht. Also die Insel, es fahren zwar kaum Autos rum, also ich sag mal, vielleicht jedes 10. Fahrzeug ist ein Kfz, also LKW oder irgendein Taxi, aber die Menge an Golfkarts macht die Insel auch wirklich ja, ziemlich laut und ja, ich weiß nicht. Viel befahren, ja. Es ist wie ein Auto, ein Highway halt, nur ohne Autos, sondern mit Golfkarts. San Pedro basiert eigentlich auf 2 Straßen. Oder nicht 2 Straßen, sondern einen Weg und eine Straße. Auf der Straße fahren die ganzen Golfkarts, die den Verkehr so unerträglich machen hier in San Pedro. Und hier direkt am Strand, wo eigentlich kein Mensch ist, kann man super entlang gehen. Das ist eine schöne Strandmauer, kann die Fische im Meer beobachten und es ist genial. Es ist genial. Die Sonne scheint, der Strand ist menschenleer. Also macht richtig Spaß hier. Wer jetzt Bock auf so einen Golfkart gekriegt hat, den kann man auch selber mieten. Ich blende es jetzt mal ein. Man kann für einen Tag, also 40, sagen wir 40 Dollar und dann kann man einen Tag mit dem Ding rumfahren. Machen wir jetzt nicht, weil wir leider schon zu viel Programm haben. Aber wer Bock hat und es noch nicht gemacht hat, wir haben es auf Holbox ja schon gemacht, kann sich da super einen Golfcaddy mieten. Hinter mir ist jetzt der Markt von San Pedro und außerdem eine der Hauptverkehrsstraßen. Und wenn wir jetzt mal ein paar Sekunden warten, dann kommt bestimmt gleich das nächste Golfkart. 1, 2. Okay, das ist ein Auto. Das ist untypisch. 4, 5. Das ist der Vorführeffekt. Vorführeffekt. 6, 7. Warte kurz. 8, 9. Normalerweise kommt wirklich alle paar Sekunden ein Golfkart. Motorrad. Warte mal, da kommen jetzt 2. Das können wir dann reinschneiden. Jetzt? Nein, das schneiden wir nicht an. Wir sind ehrlich. Nein, da, Golfkart. Ich hab's gesagt. Das ist eigentlich die Realität. Noch eins. Oh, das ist ein großes. Also, man kann es jetzt wahrscheinlich auf dem Video nicht erkennen, aber wir sind jetzt seit 5 Minuten hier am Strand entlang gelaufen und wir hatten jetzt hier mehrere Gruppen mit großen Fuchsgesichtern. Das sind irgendwelche Aquariumsfische in Deutschland, die um die 200 Euro kosten. Einfach Dutzende im Wasser. Da ist ein Schwarm mit irgendwas sehr Kleinem, keine Ahnung, was das ist. Seenadeln, diese Größe, schwimmen hier vorbei. Dann hatten wir gerade einen Krebs, die Größe, und eine Seeschnecke, eine Euplysia, falls ich das was sagt, in der Größe. Und ich finde Seehasen total toll, also diese Schnecken. Also in San Pedro ist auch gerade wirklich so die Zeit rangekommen, wo sehr viel gebaut wird. Neue Ressorts entstehen und ähnliches. Also der Tourismus hält hier wirklich Einzug. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall noch frühzeitig jetzt nach San Pedro zu kommen, bevor es noch touristischer wird. Es ist schon relativ teuer, aber ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch anziehen und nochmal ein gutes Stück weit teurer werden. Von daher,
Ich würde mir nicht zu viel Zeit lassen, wenn man San Pedro in Belize auf dem Plan hat oder das noch besuchen möchte, weil ich denke, wie gesagt, es wird teurer werden und noch touristischer in der nächsten Zeit. Um ein bisschen Geld zu sparen, kochen wir heute selber. Heute gibt es Pasta mit Soße. Welche Soße, wissen wir noch nicht, mal gucken. Das war jetzt übrigens ein typisch San Pedro Supermarkt. Es gibt ziemlich viel, allerdings ziemlich viel Tiefkühl und nur wenig Frischware. Das ist schade. Und es gibt überraschend viele Sachen auf Chinesisch. Also, dass das irgendwas mit Ananas ist, so weit komme ich noch hin. Aber spätestens bei der Zutatenliste wird es dann schon kompliziert. Und das Lustige ist, die müssen es nicht übersetzen. Das heißt, da steht es wirklich nur auf Chinesisch drauf. Ich habe jetzt eine Tomatensauce gefunden. Kostet jetzt ungefähr 3 Euro, was schon relativ teuer ist, wie wir finden. Ich hoffe, dass sie wenigstens schmeckt. Sogar die Nudeln kosten hier fast 2 Euro für 50 Gramm. Also ist echt teuer. Mehr als in Deutschland für so alltägliche Waren. Ein Problem von San Pedro ist definitiv, dass das Essen hier wahnsinnig teuer ist. Man ist mit einem ganz normalen Gericht locker mal 10, 15 Euro los und dann hat man noch kein Getränk. Das ist jetzt für die Backpacker-Kasse natürlich schon ein bisschen strapaziös. Deswegen haben wir hier einen Asia-Imbiss entdeckt, der echt abgefuckt ausschaut, aber das Essen ist richtig lecker und super günstig. Und jetzt sind wir schon zum zweiten Mal da und ich glaube, wir kommen sogar noch mal wieder. Wir lieben ihn einfach. Ich habe hier einen Sitzplatz zwischen Gefriertruhen. Voll derb. Ist ziemlich cool hier. Wie man sieht, kriegen wir das Essen hier in Mitnehmboxen. Die sind nämlich jedes Mal wieder überfordert, wenn wir einfach da bleiben. Aber sie haben Tisch da. Ja, und das Essen, das seht ihr selbst, das schaut echt geil aus. Achso, ja, meins hat jetzt um die 5 Euro gekostet und da ist, glaube ich, um die 7. Was für hiesige Verhältnisse für das, was man kriegt, echt gut ist. So, wir haben uns jetzt entschieden, welche Tour wir machen. Wir sind jetzt heute 2 Stunden rumgelaufen, haben verschiedene Touranbieter angefragt und haben uns jetzt endlich für eine Tour entschieden. Wir machen die teuerste und die längste. Die teuerste ist aber nicht die teuerste, weil sie die teuerste ist, sondern weil sie am meisten bietet. Da fährt man insgesamt 4 Stationen an. Essen ist mit dabei, Getränke sind inklusive und die Tour dauert insgesamt, ich glaube, 9 Stunden. Und wenn man die einzeln buchen würde, mit Halbtagstouren und Getränke und Bar und das, bist du bei 200 Dollar. Und wir zahlen jetzt 150 Dollar und wir schauen jetzt noch, dass wir das cool verhandeln können. Ich habe früher im Vertrieb gearbeitet. Und schauen wir mal, vielleicht können wir noch irgendwie 20, 30 Euro rausholen. Mit Mengenrabatt oder Sofortbuchungsbarpreis. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, bin gespannt, was das jetzt wird. Wir sind jetzt auf dem Boot und haben jetzt gerade unsere Flossen gekriegt. Ich habe irgendwie kürzere Flossen als alle gekriegt, sprich ich bin die am Fluss zurückgelassen wird. Ich habe noch gar keine Flossen gekriegt, weil in meiner Schuhgröße gibt es mal wieder nichts. Jetzt muss er schauen, ob er irgendwo was findet. Also ja, wird schwierig. So, hier ist auch Open Bar und ich versuche jetzt gerade mein Zeug irgendwie festzuzüren, was gar nicht so leicht ist. Ich habe hier eine Schnur und 2 andere und jetzt muss ich das irgendwie hier. Ja. Water and a Coke. Yes. Thank you. Und hier haben wir schon die Getränke, ne? Warte, für den. Are those perfect shirts? Yes. What? Yeah, yeah, perfect. Right. Amazing color, thank you. Oh, yes, yes, yes. Ich habe jetzt hier die schönen Flossen bekommen, die schönste Farbe, die schönste Farbe. Das sind einfach die einzigen, die für seine Quadratlatschen passen. Da kam gerade jemand für die Reding geflogen, zum Glück nach innen. Wir legen jetzt ab, Punkt 10 ist es. Also nicht Belizean Time, sondern deutsche Pünktlichkeit.
wenn ich jemals ein Segelboot lenke, ich brauche einen Hammer. Wir haben sogar originalgetreu einen Schiffsjungen, uns wurde aber erklärt, der ist da, um die Haie später anzufüttern. Er war nicht so begeistert. Die Segel sind hiss, es geht los. So, jetzt sind wir gleich am ersten Spot. Wir sind jetzt eine Stunde fast hier rumgeschippert. Super geil, das Wasser, die Beine ein bisschen reinhängen lassen. Echt cool. Die Gischt spritzt so leicht und puckert hier gemütlich mit, ich denke mal so 15-20 km/h dahin. Und hat hier einen wunderbaren Blick über den Karibischen Ozean. Das ist echt toll. Ich zeige euch mal den Blick. Wir haben ja den kleinen Jungen mit an Bord dabei, der angeblich heute noch als Haiköder dienen sollte. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich was zu trinken will. Ich glaube, der ist gar nicht Haiköder. Ich glaube, die haben uns doch echt wirklich verarscht. Aber wie kommen wir jetzt an die Haie ran? Wir schmeißen Martina einfach rein als Haiköder. Vielleicht mögen die Haie auch Martina. Mal gucken. Also ich bin ja normalerweise so ein bisschen wasserscheu und kein Fan von Meer, weil da schwimmt so viel Zeug herum und man hat nicht so einen Überblick. Aber ich habe mich jetzt echt gut aufgehoben gefühlt in der Gruppe und man hat so viel geiles Zeug gesehen. Wir hatten jetzt mehrere riesige Rochen, ich glaube, die waren über 2 Meter teilweise, wahrscheinlich mit Schwanz sogar mehr. Wir hatten eine Schildkröte, wir hatten Fische, ich kann sie gar nicht alle benennen, kunterbunt, große Schwärme direkt bei den Korallen, Dutzende Korallen. Sie sind jetzt nicht so bunt, wie man sie vielleicht aus Sudokus kennt oder so Werbefilmen, aber ich glaube, die sind nachkoloriert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die... Also es waren die gleichen Sorten, gefühlt. Also es war schon echt eindrucksvoll. Wir sind jetzt hier im Shark Ray. Ich habe jetzt auch erfahren, warum hier die Sharks sind. Das hat damit zu tun, dass vor einigen Jahren, bevor es hier zum Nationalpark erklärt wurde, die ganzen Fischer ihre Fischabfälle abgeladen haben. Und die Sharks waren es halt hier gewohnt, dass sie hier angefüttert werden, oder besser gesagt gefüttert werden durch den Abfall. Und seitdem das zum Nationalpark geworden ist, haben sich jetzt natürlich die ganzen Tourguides angewöhnt, auch die Haie zu füttern. Und so ist es halt dann beibehalten worden, dass die Haie herkommen und dann auch wirklich den Touristen vorgeführt werden können.
So, jetzt gibt es noch Essen hier. Schmeckt ganz gut. Also, das war jetzt auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich war noch nie mit so vielen Fischen im Wasser. Also, glaube ich. Nein, es ist einfach Wahnsinn, wie viel da unten los ist. An Korallen, an Fischen, an Haien, an Rochen. Vorhin ist noch ein 5-Meter-Rochen an uns vorbeigeschwommen. Also, das ist der Hammer. Ich hätte echt nicht gedacht, dass man beim Schnorcheln so viel sehen kann. Wollt ihr mal sehen, wie Martina sich für eure Fotos wirklich ins Bild hängt? Also anders kann man es nicht sagen. Ich zeige es euch mal. Und wisst ihr, was sie fotografiert? Seeschnecken oder Seehasen. Wir hatten mal, wo wir noch in Deutschland waren, ein Meerwasseraquarium. Da hatten wir auch einen Seehasen. Aber unser Palettendoktor mochte den Seehasen nicht so. Also hat der Palettendoktor... oder wahrscheinlich war es Nemo, oder also der Clownsfisch, kam dann auf die Idee, er bringt unseren Seehasen um. Dann war er am nächsten Tag tot. War ein teures Vergnügen. Aber Seehasen sind echt tolle Tiere. Die machen ein ganzes Aquarium von den Grünalgenfreiern. Ist echt gut.